Ha! Da liegt ein Buch. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Jupp. So, ich wollte halt noch die ganze Zeit, wie ich das mache, mit den restlichen Sachen finden. Ob wir da einfach noch eine Folge machen, irgendwann mal eine Folge zu machen, also eine Art Sonderfolge. Ja, das... Doch, das geht, okay. Also so eine Art Sonderfolge, wo ich dann sage, jetzt kümmern wir uns drum. Hätte ich klappen können. Wo wir uns quasi... Oh Gott! Los geht's. Das kann doch nur schief gehen. Wo wir uns quasi darum kümmern oder ob ich das einfach offscreen mache. Muss ich einfach mal schauen. Gott, Lara. Okay, wie kommen wir jetzt wieder runter? Okay, so, okay, ja, ja. Wenn wir jetzt gleich da vorne einen Adlersprung runter machen, ja, dann fang ich an zu schreien. Ich würde mir so in die Hosen scheißen, aber so richtig mit Schmackes und Schmiere. Lara, da fehlen Sprossen. Jetzt steht da irgendwas von wegen Batterie leer. Lowbat. Lowbat ist übrigens die kleine Scheißschwester von Rosebud. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Hä? Habe ich was gehört? Das war wahrscheinlich das Richtige. Das ist ein Radiosender? Hä? Hier sind wir gestartet.
Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Okay. Whee. Seil gerissen. So kommt man definitiv runter. Ja, aber nie wieder. Seil ist gerissen. Fräulein Croft. Da kommt nie wieder jemand runter, auch nie wieder jemand hoch, weil fehlen ja ein paar Sprossen. Das stinkt. Das stinkt. Das stinkt nach Falle. Das stinkt immer noch nach Falle. Das stinkt sowas von nach Falle. Tote Soldaten. Ist das jetzt gebastelt? Feuerstahl? Ein Feuerzeug! So sollte es gehen. Jetzt kann ich quasi überall hin zurückgehen, wo ich Feuer machen könnte. Oder braucht, musste. Und ich konnte. Wie? Aber wo muss ich jetzt Feuer legen? Oh Gott, ich habe eine Idee. Dachte ich mir. Treibstofftanks. Ja. Ja, komm, wir machen Feu. War da mächtig, Boom. Ah, das war ein bisschen vieles Guten. Da ist es. War da mächtig Bumm? Ist das eine C-17? Die der Meinung ist, nicht Küste zu folgen? Es ist eine C-17, die der Meinung ist, nicht Küste zu folgen. Gott! Mutti! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wo fliegen wir schöner? Au.
Spring! Oh fuck! Ja. Immer noch die eklig infizierte Wunde. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Trapez? Wie Trapez? Was für ein Trapez? Sag mal, was ist das für eine verfickte Insel? Ich weiß nicht, wo ich bin. Fuck! Nach links! Weiter nach links, Lara! Weiter nach links! Spring, Lara! Ein Stückchen nach links! Spring, spring, ein Stückchen nach rechts! Spring! Gott! Oh! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Och Mann! Penner. Ah. Sorry. Was soll man halt noch sagen? Der ist halt tot. Aber der hat doch ein Funkgerät bei sich, oder? Hat er nicht? Hier gibt's nur ein Lager. Ja, okay, das finden wir ja gleich. Bauchklatscher. Lager ist da. Liegt hier noch irgendwas rum? Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin unterwegs. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja, wegen dir, Lara. Nur wegen dir. Die Frau ist psychisch so fertig, ey, danach. Nochmal zu gucken. Lohnt sich hier... Ich gehe erstmal zum Jäger. Lohnt sich beim Jäger noch irgendwas? Nee, den Jäger haben wir fertig. Weil das können wir noch nicht. Wir müssen noch einen Punkt vergeben. Beim Kämpfer, da könnten wir jetzt theoretisch das machen. Werfen sie ihre Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfälliger für ihre Angriffe zu machen. Und zwei schnellen hier mit ihrer Kletteraxt.
verletzen sie Feinde mit ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Das ist schon mal schön. Also, wir können sie Dreck ins Gesicht schmeißen. Wäre eine Möglichkeit. Oder wir gehen auf Überleben. Da hätten wir jetzt noch, plündern sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten sie zusätzliches Bergungsgut, also aus toten Viechern. Oder sammeln sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Oder halten sie Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ich wäre eher dafür, weil Waffen aufwerten. Falls auch mal wieder Tiere killen. Aber wir killen relativ wenig Tiere. Das ist es halt. Hier gibt es aktuell nichts zu tun. Und hier wäre halt wirklich nur Stein und Dreck. Ich würde aber eher sagen, dann mach mal lieber Stein und Dreck. Und gut ist. Drücken Sie Umschalten zum Ausweichen und F. Ich kriege ja schon das Ausweichen nicht hin. Rang 2 freigeschalten. Glückwunsch! Ein neuer Fertigkeitenrang wurde freigeschalten. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Killeraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F. In der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt abzuschlachten. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Okay. Kann ich jetzt hier auf Rang 2? Hier kann ich auch die Rang 2 Sache machen. Was gibt's jetzt hier? Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortbewegen zu können. Und Sturzschäden zu vermeiden. Gibt's auch Rang 3? Da gibt's Rang 3. Ich weiß gar nicht, ob es genug Fertigkeitenpunkte überhaupt gibt, dass man alle drei meistern kann. So, für 88 Punkte gibt es eh nichts. Laras Tagebücher. Dann wollen wir mal. So. So. Ding-ding. War klar. Hier drüben! Ich hab mich von der Seite! Seil. Aha. Hey, warte. Warte. Puff. Es muss einen Weg nach oben geben. Ja, wir finden schon einen. Das Seil kann man bestimmt nicht nur dafür nutzen, um Sachen kaputt zu machen, sondern auch Sachen, um irgendwo rüberzukommen. Oder hochzukommen. Dafür kann man das bestimmt auch nutzen. Also. Hui! Oder um bestimmte Dinge an sich ranzuziehen. Hüpfi. Hast du zufällig Munition am Mann? Oh. Hast du Munition am Mann? Oh. Die macht aber auch, sobald es nur ein Müh dunkler ist, macht die sofort die Fackel an, ne? Die Frau.